So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wir sind heute bei Niederlande gegen Tschechien und versuchen krampfhaft ein Bild zu bekommen, was ja nicht ganz so einfach ist. Mit mir heute am Mikro sind Kaya und Artemis. Guten Hallo, ihr Abend. beiden. Guten Abend. Abend. Und wir haben Und ein ich bin Bild drin. und sehen. Oho, aha! Beidseitig, aber nur 124. Beidseitig habe ich noch gar nicht gesehen, diese WM. Kann auch Auch sein, dass ich was nicht. verpasst habe, aber ich habe es Nein, noch da nicht hast du nichts gesehen. verpasst. Aber auch die Defense stehen nicht optimal. Fällt gleich auf, der Osten hat Löcher. Südwall hat Löcher und ich sehe gefühlt 50% Soldaten, wenn nicht sogar mehr bei den Verteidigern. Ja, müssen mal abwarten, wie das gleich aussieht. Kannst ja mal LPs durchzählen. Bin schon am Klicken. So, good evening. We will see the first time on this four battle championship an attack from both sides, also from the left and the right side. But only 124 Dutch soldiers. That could be interesting. Oh yes. Ja, Dann Maus schauen wir auf. mal, was haben die vor? Also den Norden. Da können Soldaten reinziehen. Auf da im Westen. Den Stimmt, der Sektor über Westen. dem AT zu blocken. Stimmt, der AT ist nicht. Gar kein Abenteurer drauf gesetzt. Wir haben nur sieben Abenteurer, habe ich das jetzt richtig gesehen? In der Anscheinend. Dev. Warte, ich bin. Oh nein! Warum? Ah, das ist 108. Ja, oh nee. Och, wer hat denn da schon wieder rumgepusht? We see only seven adventurers on the Check. Check. Czech side. Oh, that. I think this will not be enough. Fünf. Etikett. Sieben, ja. Ich hoffe, die Holländer hören zu. Ich hoch van you, Holland. So, das musste raus. That was a greeting from our Dutch fan. We call her a Tulip Artie. Shut up. Irgendwas ist mit meinem Zählprogramm schief. Aber warum das denn? Ich klicke jetzt schon das dritte Mal. Ich hoffe, mich schmeißt es nicht wieder. Aber 16 Gewehre, die fehlen, das ist natürlich schon Das gewaltig. ist eine Masse, vor allem Das ist am eine Masse. Anfang. Also wenn wir das hochrechnen, dann sind jetzt ganz klar die Tschechen der Favorit. 16 Gewehre sind Minimum 160.000 Schaden und schon wieder nur noch 10. Oh, ja, ich lasse das zählen. Das funktioniert heute bei mir nicht. Okay, mach's mit der Hand. Also grob überschlagen, ich hatte 70 Leute und war schon bei über einer Million LP. Also die werden schon ihre 1,5, 1,6 Minimum haben. Wenn nicht sogar, ich schätze sogar mehr durch die ganzen Soldaten. Das ist ja Massen, was da rumsteht. Was mich echt wundert, ist die Leitenduellantenreihe am Abenteurer, am AT. Die haben wohl gepokert, dass die von rechts unten kommen. Weil sowohl ST als auch AT ohne Abenteurer Besetzung und wie gesagt am AT die 1, die 4 und die 7 sind Leitenspieler. Ja, die Frage ist jetzt wirklich, können
versuchen die Tschechen auf 2 Punkte zu gehen. Bei 16 fehlenden Gewehren und doch einigen Leitendurlanden dabei, könnte sich das ausgehen. Von den Bonuspositionen. Ja, Runde Und 1 ist durch. ja, und wie gesagt, da ist der Soldat in den Norden gezogen und hat den Sektor über dem AT geblockt. Die Leitenduellis haben sich weggetauscht. Ich verstehe das nicht. Also die Holländer haben 149 Leute in der Stadt. Warum sind davon nur 124 am Fort? Das ist They're eine picking up berechtigte Frage. tulips or tomatoes. Interessant wird es jetzt auf jeden Fall im Süden. Denn wenn dieser Soldat die Südmitte blockt und vom ST ein weiterer Soldat diesen Sektor, dann bleibt die Trennung. Und dann könnte es für die Westseite der Holländer sehr, sehr eng werden. Dann blockt man nämlich alles nur im Osten und mit voller Feuerkraft in den Westen. Bin mal gespannt, ob Sie die Variante jetzt erwägen. Also die Soldaten im Fort haben sich auf jeden Fall entweder nach rechts verlagert oder sind auf den Nordwall, so wie ich das gesehen habe. Ist denn das Offliner? Das kann durchaus sein, wobei ich die die Angreifer, die da jetzt im Süden rumstehen, das sind Leitenspieler. Ich glaube nicht, dass das Onliner sind, weil die werden, wenn es blöd läuft, weg sein. Schick mal Und jetzt Dienste kann sich an. das natürlich schon rächen, dass die Tschechen so wenige Abenteurer haben. Denn das wäre ja jetzt eine ideale Lösung, Ja klar, voll beide Gruppen Igel. getrennt zu halten, unten schön mit Abenteurern, die auseinanderzuhalten und die eine Seite richtig schön mit Schmackes fertig zu machen. Ja genau, Aber die sie eine sind auch Seite Igeln. nicht, ja, Ja, sorry. nee, hast ja recht, eine Seite igeln und die andere Seite, die verteilt auf die Ohren. Ja, haben sie aber nicht gemacht, haben offen gelassen. Lassen so zu, dass die sich da unten erstmal einnisten. Ja, wobei so verteilt, wie das jetzt steht, ist da Ja. momentan noch gar keine Gefahr für irgendeinen Turmwall, was auch immer Stück. Nein. Die einzige Gefahr, die jetzt passiert, die ist für Henkies 1963 gegen den armen Errichter da im Norden. Ja, das Vielleicht hat stimmt. der noch was anderes vor, ich weiß es nicht, aber Ja. FK wird heute nicht sein Ding werden. Ja, vielleicht sammelt er noch ein paar Ausweicher. Aber für die Top-Rangliste wird es nicht reichen. Nicht zwingend, nein. Ja, nur die Tschechen müssen jetzt natürlich zusehen, dass sie die Welle jetzt dicht kriegen. Ja, insgesamt die kompletten Seiten halt zukriegen. Das Loch am DT flicken. Den Westwall, den Ostwall. Da stehen ja genug im Forum, die man da einsetzen kann. Ja, denke Und ich auch. ich würde mich auch jetzt sofort für irgendeine Seite entscheiden, um den Norden zu gleich Gas zu geben. Weil wenn du da von einer Seite da richtig deine Gewehre auf die eine Seite stellst, hast du da so schnell den Druck weggeschossen, dass du dich dann schneller auf die andere Seite konzentrieren kannst. Aber wir müssen sagen, Henkies hat die Runde überstanden. Na, siehst du, habe ich doch gesagt, der sammelt Ausweicher. Ja, das waren aber so ziemlich die letzten. Verschrei das mal nicht. Du weißt, wie ich mich damals in der Trainingsfeld verpokert habe. Wo dann der Abenteurer mit 400 LP 3 Runden lang überlebt hat. Ja, ET jetzt mit Lücken, dafür der Ostwall voll. Westen fast perfekt. Südwall mit einer wenig Lücke. Was ich noch Ja. nicht ganz, so, ja, sorry, was ich noch nicht ganz verstehe, ist dieses vereinzelte Gesprenkel da im Süden von den Niederländern. Ey, das verstehe ich auch nicht. Und das macht auch überhaupt keinen Sinn. Das macht Sinn, wenn man
da die Sektoren wirklich, wenn sie bedroht werden, geblockt hält mit einem Abenteurer. Jo, klar. Aber da so ein paar Fraggles rumlaufen zu lassen, könnte mir wirklich gut vorstellen, dass die. Ah, da wird es mit den Runden her knapp. Nicht gegenhalten im Osten. Aber wir sehen natürlich die Vehemenz, mit der die jetzt in den Westen drängen. Ne? Der Westen ist die schwächere Seite. Da kommen die Duellanten jetzt hin, machen ordentlich Aua. Ja, Die so wie ich es ziehen in den gesagt habe. Süden. Ja, stimmt. Und jetzt schau einfach nach, wie interessant es gewesen wäre, wenn die Tschechen unten den langen Mittelsektor im Süden geblockt hätten. Dann hätten sie da gestanden und hätten richtig auf die Ohren bekommen. Ja, Holländer. den unter ET, den unter ST und die Südmitte wäre ohne Probleme möglich gewesen. Weil dann kannst du nämlich aus dem Schussfeld von der Nordflanke nicht weg, keine Chance, zumindest nicht mit allen. Nein. We said that the defenders had to block the middle south, those two sectors, so that the attackers can't united their troops. I think the Dutch players will now go to the south to force to build one group of attackers, maybe to push only the southern wall. But I think with only 124 attackers, it's maybe possible to get a shootout for the defenders. Maybe. And the left long eastern sector Left must Eastern yeah Sektor. oben this one left yeah left west long sector I mean sorry there's it's now under attack from the defenders and nothing happens. Ah, Now. doch. Okay. Few players standing at the southern wall from the attackers. Few around the workers and the soldiers tower and the line at the eastern wall. And many players standing anywhere on the map. Yeah, the defenders now must attack Don Vibar and roller coaster 007. Yeah, they could get this sector this round because of the leadership duelists on the Adventurers Tower. Because they are all shooting to Don Vibar and the duelists at the left northern sector will do the rest. Roller coaster. Also eins ist ganz klar, wenn der Sektor fällt, dann wird das richtig eng für die Dann wird's Niederländer. blutig, ja. Dann wird's definitiv blutig. Aber sie haben den Sektor nicht offenbar nicht Nee. eingestellt. Ja, doch, alle verfehlt. Also der Norden hat den eingestellt. Gut, dann hat der Ausweicher gesammelt wie ein kleiner König. Ja, ich habe die Soldaten, habe ich alle schießen sehen. Und wir sehen auch, dass über dem DT auch kein Druck ausgeübt wird von den Holländern. Also die wirklich sehen zu, dass sie sich jetzt in den Süden verkrabbeln. Ja, aber es ist aber auch irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Aber das ist richtig, wie Feier sagt, ja, nicht der Burner, not the yellow from the egg.
Oh. Lease Tag 4. Nice Shirt. 3K. Ja. Aua. Was auf jeden Fall auch jetzt gerade dadurch, dass sie so verteilt stehen, die Angreifer, jeder bis auf die paar Hansala am überm Nordwall. Wenn da der Abenteurer ghostet, sonst hat jeder Schussfeld Ja. von den Verteidigern. Sogar die im Fort, die da total bescheuert rumstehen. Oh ne, der am Ostwall, der Soldat, der hat kein Schussfeld. Der kann nicht durchs Haus gucken. Aber wie konnte das denn passieren? Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, auf die können sie verzichten, auf die 150 Schaden jede Runde. Also auf jeden Fall wird es interessant, wann kommen die Tschechen da rum? Und das wird jetzt nächste Runde der Fall sein. Ja, der Arbeiter ist weg. Und dann mit der Rollercoaster wird es definitiv nicht halten. Auch wenn er 209 Widerstand hat. Der Großteil von den Niederländern inzwischen am Südwall angekommen. Sie haben es um die Türme rum geschafft. Immer noch die Linie am Ostwall. Ist in Ordnung. The Netherlands lost five fighters Ja, oh. and the Czech none. If the Czech lose anybody in the first 20 rounds, they have done something very, very wrong. They have so many soldiers with 15,000 health points or more. So they can switch every round positions as Soldier Tower 9, Workers Tower 7. But And you 15 don't know who seconds. is online and or who is offline. Yeah, that's right. We'll see after a fight. Was ich mich schon immer Now the gefragt habe. sector will fall. Yes. Und tschüss. Und da stehen sie drin. Jetzt wird's im Westen nämlich richtig blutig. Weil Ja, wenn die da das jetzt am, wenn die, sobald die neben am ST stehen, ist es im Grunde schon eine verlorene Sache. Weil dann hast du einfach, dann kann der AT kann jetzt komplett runter, auch mit Runterdruck machen, der Westwall kann weg. Und dann hast du so viele Möglichkeiten, auf den ST noch LP raufzutauschen. Ja. Ostwall fällt sowieso nicht. Also 1 gegen 1, der Ostwall, das hält der locker aus. Ja, Da aber kannst du bis Runde 50 noch dastehen. ja, du siehst ja auch, dass das LP-Soldaten zum Tauschen, also wenn einer tatsächlich mal richtig Bauchweh hat, Ja, den aber kriegst du da weggetauscht. richtig, aber was man halt auch sehen muss, es sind halt nur Arbeiter und ein Soldat und ein Richter. Die machen vielleicht 300 Schaden die Runde. Die Richter, ja, und dann war's das auch. Mal ganz geschmeidig davon aus, dass im Osten da jetzt was passieren wird. Oder sind die alle offline? Ich weiß es nicht. Na gut, er hat noch 3-9. Na, das wird sich wohl ausgehen. Wir haben voll viele Soldaten, ey. Wer ist wir oder die? Ich habe gar nicht zugehört. Die Tschechen. Jetzt ist der nächste Sektor gefallen, die Mittelbahn. Ja, und es sind schon wieder ein paar Länder gefallen. Nur noch Mensch, 116. strengt euch mehr an. Ihr sollt gewinnen. Axi, du hättest dich mit anmelden sollen. Hä? Aber warum das denn? Das wäre unfair gewesen. So. Man muss seine Grenznachbarn unterstützen.
So, wir sehen auch jetzt alles, was da noch am Westwall steht, das wird so im Vorbeigehen mitgenommen. Ja. Ja, der Abenteurer links neben dem Arti, der wird es noch ein bisschen halten. Aber den kannst du vernachlässigen. Lass Ja. den halt, lass den da stehen, der kommt eh nicht weit. Aber es ist eben jetzt überlebenswichtig für die Holländer, um auch nicht wirklich Gefahr zu laufen, ausgeschossen zu werden, dass sie die langen Sektoren und den Sektor links unterm ST halten mit ihren Abenteurern. Ja, Genug definitiv. haben sie da ja rumstehen. Ja, wenn der untere Westsektor fällt, dann ist Ja. Polen offen in Tschechien, also in Niederlande, wo auch immer. No, we don't have any soldiers, just flowers on the ground, so many flowers. I don't know how your flowers are looking in the in Czech Republic, but well. Oh, und den Abenteurer hat sogar schon verrissen fast. 500 LP noch übrig. Ich würde ihm entweder sehr großes Pech oder keinen Premium-Account patentieren. Beziehungsweise attestieren. Nur noch 114, only User in your channel 114 timed out. attackers left. Oh. Blöd. Goodbye, Lucky. Sind wir noch drauf dann, oder? Hallo Menschen. Wir haben gerade Luckner verloren. Aber warum das denn? Ich mach mal gerade den Stream laut, ob man uns noch hört. Der wird jetzt bestimmt. Ja, man hört uns noch. Okay, wir quatschen einfach weiter. Also inzwischen in Runde 11, Runde 12 starten in 40 Sekunden. Wie gesagt, the Dutch players only with 114 players. So was kann nur dem Lugner passieren. But defenders love red flowers. Ah, I see. Especially Dutch flowers. Ihr redet schon wieder von Tulpen. That's not funny. Yes, it is. No. Also, oh, und jetzt werden sie an, lustig zu werden, die Holländer. Jetzt blocken sie den unteren Westen mit drei Abenteurern. The Dutch players are blocking the southern western sector with three adventurers. More than you need. Only 109 attackers. Yes, tulips. And as I said, the eastern wall is not very under pressure. They're losing health points, but not that many as they get shot until round 50. Ja, Arti, was möchtest du sagen? Ich wurde gerade von T-Top angeschrieben. Liebe Grüße erstmal. Er hat geschrieben, sie, er hat geschrieben, Tschechen haben 97 Soldaten, 10 Abts und keiner Richter und 40 Duellis. 97 97 Soldaten ist eine Zahl. Danke für die Info. Das ist heftig. Keine Ja, wobei, Errichter. ja gut, das haben viele gemacht. Zum Beispiel die Polen sind es, glaube ich, die haben auch nur einen. Die Russen haben, glaube ich, auch nur einen oder zwei, irgendwie sowas. And 107 players and the worker at the upper eastern sector will die with 11 health points this round.
And as I said, from 120 defenders, maybe 110 have shooting range. Can all shoot at the attackers because they're standing that widespread around the four. Doch, soll Arti. Wir wollen alle diese Informationen haben. Ich petze doch gar nichts. Genau. Aber es sieht sehr schlecht aus, die Niederländer. Das ist vollkommen richtig. Wenn sie voll gewesen wären, dann sähe es anders aus, finde ich, glaube ich. Ja, doch. Das ist schade. Okay, T-Top ist eine Sie. Ja, das habe ich mir bei Roxanne schon fast gedacht. Also, nur noch 105 Verteidiger. Verteidiger, du meinst Walter. Angreifer. Ja, ja. Angreifer, danke für die Korrektur. Ob das rechts am Ostwall Offliner sind? Die da stehen, in der Linie? Ne, dafür stehen sie zu perfekt. Also, es könnte ein Offliner sein, aber dann müsstest du jedem ein extra Ziel angewiesen haben. Beziehungsweise dem oberen und dem unteren Sektor. Das glaube ich nicht. Und ich vermute auch nicht, dass sie die dann allein gelassen hätten, wenn es Offliner wären. Wobei der Fehler wurde schon oft gemacht. Ja, mehr als einmal. Ja, vor allem, wenn man die Office irgendwo in den Süden geschickt hat. Also, ich habe gerade die Ad nochmal durchgeklickt. Jetzt vielleicht finde ich noch ein paar mehr. 10 Sekunden. Ob der Graf nochmal wiederkommt? Ja, er kommt gerade in-game wieder an. Ich habe 100 Spieler gefunden von den Angreifern. 870.000 LP. In Runde 15. Ah, jetzt muss ich einen Taschenrechner anwerfen. Also, was habe ich gesagt? 870.000 durch noch kommende 40 Runden. 21.700 Schaden circa. Das ist machbar. Ist definitiv machbar für die Verteidiger. Also, sie müssen jetzt alles ranwerfen irgendwie. Aber was ist mit den Ettern? Werft die. Vielleicht pflücken die Blumen. Maybe the attackers are picking flowers. Tulips or other night flowers. And at the upper eastern sector, a few rounds and the attackers, the defenders will get the sector as well. Only a soldier with 7,000 health points left and a little duelist. And as I see now, the attackers pulled back from the down western sector. Only one adventurer left there. Better blocking now. Guck ich mal kurz, wie es denn in dieser Gruppe überhaupt steht. Wer da die Punkte gebrauchen kann
ob die Tschechen damit schon irgendwas entscheiden können. Also, Also Gruppe B brauchen wir. ich denke, Holland könnte die Punkte gut gebrauchen. Also in Gruppe B führt momentan Frankreich mit 3 Punkten. User joined your channel. So, Flugstunde beendet. Ach, Hallo schön. Willkommen Luki! zurück. Auch wieder mal da, Ja, das freut ich dachte, ich guck mal mich. vorbei. So, was wir jetzt natürlich sehen, ist ganz klar, dass die Oh! Tschechen ein ganz anderes Problem kriegen werden. Welches? Druck auf den Süden aufzubauen. Ja gut, der ST-Sektor ist gerade gefallen, in dem Moment, als du das Schlachtfeld wieder betreten hast, sozusagen. Ja. Aber Ja das könnte gut. sich wirklich noch zum Problem entwickeln, wenn sie es ausschießen wollen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich habe gerade mal LPs bei den Angreifern gezählt. Das sind ungefähr 900.000. Und das ist ausschießbar Das ist in ausschießbar, natürlich. vor allem mit der Masse an Duellanten, die sie haben. Ich glaube, 40 hast du gesagt, hast T-Top gesagt, oder? Oder wie war das? T-Top hat in der Stadt, in die Stadt reingeguckt. Ah, okay. Ach, haben die Tschechien ein Bündnis? Würde es natürlich sehr einfach machen. Republic. Also ausschießbar ist es auf jeden Fall. Definitiv. Wir wünschen es den Holländern natürlich nicht, beziehungsweise den Niederländern. Ja, aber die haben Aber. jetzt gerade noch, haben jetzt schon 17 Gewehre weniger als die Defa. Ja. Das tut schon richtig weh. Beziehungsweise. Ja, aber die waren auch nicht voll. Muss man auch eher trotzdem, Arti, die haben 23 schon verloren. Du musst es auch mal so rum sehen. 23 Angreifer in 18 Runden verloren, beziehungsweise 17 Schussrunden. Schon ein Haufen Holz. Und die nächsten beiden werden jetzt auch gleich wegkippen. Wahrscheinlich sogar drei. Arti traurig. Ne, wo siehst du 3? Ich sehe 2. Ah, ich sehe auch 3. Gut, dankeschön. Ja, den Rudolf im oberen Osten, dann den Arbeiter am Südwall und den Arbeiter beim ST da. Genau, die drei Hast habe ich auch gesehen, ja. genau. Wir könnten aber auch mal über das Tauschverhältnis reden. Definierte Tauschverhältnis. Wie getauscht wird bei den Verteidigern? Zum Beispiel. Ja, nahtlos und einwandfrei. Wenn ich in Runde 17 noch immer keinen verloren habe, obwohl ich mir sogar noch Offliner dabei habe, dann brauche ich darüber nicht zu diskutieren. Dann Ich machen gucke die mir jetzt Tschechen einen sehr, sehr guten Job. mal die beiden Turmecken an, ob die ausgetauscht werden oder wie viel LP sie verlieren. Also sie haben momentan 27.000 ST7 und ET, Quatsch, ST9 und ET7. Ja, die werden nicht allzu viel verlieren, weil eben der Südwall noch gefüllt ist. Ja, das ist vollkommen richtig. Na? Und ja, also beidseitiger Angriff. Oh. Ui, 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 was haben wir gesagt? 26 und nur noch 103, 100, also 3 Ja, verloren. es sind die drei gefallen. Und jetzt wird der nächste fallen, wie ich es gerade vor 3 Runden oder so gesagt habe. Der Duellant fällt jetzt als nächstes im oberen Osten. Ja, und wenn dann ist der Sektor weg, das heißt, alles, was am Ostwall steht, sollte dann die Beine in die Hand nehmen Aber sowas von, ja. und zusehen, dass sie in den Süden kommen. Und dann kommt vielleicht wieder das zu tragen, was Arti schon gemunkelt hat. Arti hat die nämlich am Ostwall für Offliner gehalten. Habe ich gesagt, weiß ich nicht. Wäre möglich, aber dann hätte man die einzeln einstellen lassen müssen. Wir werden es dann sehen, weil wenn sie stehen bleiben, sind sie definitiv sehr schnell tot. Es ist natürlich schade. Also jetzt passiert ja genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Jetzt rächen sich die fehlenden Gewehre. Ne? Und das sind ja nicht nur die Gewehre, die fehlen, sondern eben auch Tauschpartner. Martin wird es jetzt diese Runde auch verreißen und beim ST da einen Abt. Ja, die Der Hulp Holländer machen zu wenig Schaden. Sheriff.
Der war doch auch mit uns auf der Trainingswelt, oder? Der war auf der Trainingswelt, ja. Dieser Beste Stelle einen Grüße herzlichen Gruß, von dieser genau. Stelle. I love Orania, it's a nice country, but just a game, no hard feelings. Und jetzt macht sich auch der nächste, wie gesagt, die beiden, die wir vorher gesagt haben, sind gefallen. Und spannend wird es jetzt langsam. Ja, was die Holländer. Kommen die rum, ne? Was die Holländer jetzt aber auch schon Fehler begehen, was sie gerade vorher schon mal gemacht haben, dass sie mit drei Abenteuern geblockt haben. Einen ähnlichen Fehler machen sie jetzt. Jetzt stehen unterm ST stehen jetzt 4, 5, 6, 7, 8. Ja, die stellen ihre Abenteurer wunderbar ins Schussfeld. Da werden die Tschechen auch nochmal ganz liebe Grüße rüber schicken. Ja, in Form von 45er Kugeln, schätze ich mal. und es ist im Osten genau dasselbe. Da stehen 4 Abenteurer in dem langen Sektor. Der jetzt definitiv eingestellt werden wird. Weil das ist der nächste, den man haben will. Die am Ostwall, die kann man wie vorher schon am Westen im Vorbeigehen erschießen. Ja, dann wird auch der Ostwall ausrücken. Ja, wenn die Tschechen da durchbrechen, dann ist es fast vorbei, glaube ich. Übrigens, der Portugal Ungarn FK ist gerade gestartet. Die Portugalesen haben es noch schlechter erwischt. 109 Angreifer. Oh. Nur mal so kurz am Rande. Heute scheint ja irgendwie kein guter Tag zu sein für FKs. Nee, nicht für die Angreifer. Ja. Also die erste Def wurde gewonnen, die zweite Def wird es auf jeden Fall auch tun. Stand Runde 20. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da irgendwas passieren sollte. Ja, und jetzt verreist die nächsten Abenteurer, die das sich so schön aufreihen. Einer zieht rein in den geblockten Westsektor, der andere zieht aber nicht raus. Ach ja. Wieder irgendwelche potenziellen Toten? Ja, tatsächlich. Bovos am DT. Das zeitliche Segnen. Irgendwie hauen die da nicht ab am Ostwall. Nee. Also vielleicht? Die Tschechen sollten auch aufgrund der Ausgangsposition in der Tabelle zusehen, dass sie diesen FK ausgeschossen kriegen. Ja, das wären wichtige 2 Punkte. Richtig. Gerade im Hinblick gegen die Franzosen in der Wertung. Genau. Weil die Franzosen haben 3 Punkte aus ihren 3 Devs geholt. Waren glaube ich 3 Devs, müsste es schon gewesen sein. Guck mal kurz. Die Franzosen, genau, 3 Verteidigungen. Und 3 Punkte aus 3 Verteidigungen ist definitiv gut. Die Tschechen hatten bis jetzt einen Angriff gegen Frankreich, den sie die 0 Punkte geholt haben. Ne, Quatsch. Moment, jetzt gucke ich gerade falsch. Immer mit der Ruhe. Ja, Gruppe B ist dieses Vorkämpfe hin und her verschieben. Das ist ein bisschen kirre. Also, wir sind da. Die Tschechen haben gegen die Franzosen gekämpft, haben da nicht gewonnen. Und sie haben gegen die Engländer gekämpft, da haben sie 2 Punkte geholt. Genau. Warum ist mein Vorkampf zu? So, jetzt sind es noch 95 Angreifer. Runde 21. Also, ich sag mal, das wird eine Runde 56 werden wir nicht erreichen. Nein, definitiv nicht. In diesem Zeitpunkt bin ich da auch dabei. Den nächsten Toten wird es auch gleich geben am DT oben, am oberen Ostwall. Ja, das ist der Richter. Genau. Und auch über ET3 wird es eine ganz enge Geschichte für Rick 1. Ja, der hatte aber letzte Runde schon 1900. Ah, okay. Den habe ich vorher auch zufällig angeguckt. Ich versuche nächste Runde nochmal die Angreifer zu zählen. Meine neue Prognose, wie viel Schaden sie machen müsste und ob sie sozusagen im Soll sind. Entschuldigung.
So, lasse das klicken. Und das waren wieder drei. Oh. Ja, hinterm Tor tut es weh. I know. Und wie wir gesagt haben, im Osten, das machen die im Vorbeigehen. Die scheinen wirklich alle offline zu sein. Yep. Oder nicht fake. Nee, weil es macht ja keinen Sinn, jetzt noch den Ostwall zu attackieren, wenn man auch von hinten beschossen wird. Ne? Die Niederländer müssen sich sammeln und, aber wie gesagt, prinzipiell sehe ich da verdammt wenig Chancen, dass sie Runde 50 erleben. Ja, ich denke auch, die Niederländer werden das verlieren. Werde dann die zweite ab, die ausgeschossen wird. Erst. Und die Portugiesen machen dann wahrscheinlich gleich die drei an diesem Abend voll. So, ich habe gefunden, tatsächlich 91 Angreifer mit 640.000 nur noch. Schmeißen wir das kurz in den Taschenrechner. Das reicht nicht. Geteilt durch 32 Runden. Gibt exakt... Oh, ich depp. Gibt exakt 20.000. Das heißt, sie sind sogar über dem Schnitt. Vorher waren es knappe 22.000, die sie machen müssten. Das heißt, für die Verteidiger läuft es momentan gut. Ja, es läuft sogar sehr gut. Ja, das sehe ich auch. Ach, Artilein. Ja, manchmal, was denn? Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Ist halt ja, so. Ich bin froh, dass wir keinen Fußball kommentieren. Mal hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Danke, Luki. Immer gerne. Deine Worte sind immer sehr aufbauend für mich. Hallo, ich habe das Thema. Ja, sorry. Ich habe das Thema Fußball extra vermieden. Ja, ich weiß, Holland ist nicht dabei. Was ich ganz ehrlich trotzdem schade finde, weil die gehören einfach da rein. Jetzt nochmal, jetzt könnte der Rick dann nasse Füße bekommen. Nur noch 821 über ET3. Und es schießen potenziell 4 Leute auf ihn. Könnte knapp werden. Könnte. Ja, aber wir sehen natürlich auch, die Def hat jede Menge Schussfeld. Ja. Es werden auch die Abenteurer verheizt von den Holländern, wenn man das sieht unten. Die stehen auch im Schussfeld, damit die Tschechen ja was zum Treffen haben. Ja, wäre blöd, wenn der Abenteurer ghostet und dann hätten die kein Schussfeld mehr. Ja, nee, das ginge ja gar nicht. Ja, fände ich echt nicht okay. Seid gemein. Nein, das sind einfach strategische Fehler, die da gemacht werden. Und die rächen sich. And round 24, only 90 players left. And goodbye, we'll say goodbye next round at the Duelist Tower. Goodbye to goodbye, yeah. The worker above Workers Tower 3 fell this round. Looks not very good for the Dutch attackers. Nein, also ich denke mal, wirklich, die mussten jeden mitnehmen bei 124. Noch ein Haufen Offliner dabei. Also, jo, sicher. Aber sie haben es wenigstens versucht. Nicht so wie andere Teams hier. Ich will jetzt nicht wieder meine Freunde, die Türken, ansprechen. Die da mit 60 Kaspern rumkommen da und Hühnerjacht spielen. Die mussten definitiv auch alle mitnehmen. Ja, das ist wohl wahr, ja.
Was ich am ST sehr schön finde, dass die erste Reihe mit Soldaten besetzt ist, LPs, und dahinter stehen wirklich Gleitenduellanten, die da auch einen ordentlichen Schaden rausknüppeln. Also ich habe hier einen mit 21.000, 14.000, 12.000, 25.000, 23.000, 12.000. Also die haben ja ihren Spaß da oben. Ja, das definitiv. Also das ist eine lustige Angelegenheit für die. Ja. Sogar die neben dem ST mit, Moment, 14.000, 13.000. 16.000. Auch Impfor, die Leitenduellanten auf den Häusern links und rechts haben auch wunderbar Schussfeld. Oh. Weshalb wir uns auch gleich von Lierse 00 verabschieden dürfen. Der vor dem Tor steht. Ja. Ein wenig zu viel Schussfeld und dann mit etwas Pech auch der Get Scope dahinter, weil der DT. Ah ne, der schießt auf den. Ja, die schießen noch auf die. Auf den Get Root. Der Ostwall, ja, Lapino. Ja, stimmt, und auf den Ostwall, stimmt. King's Drop. Lapino, ja, trotzdem, das kann eine Aua-Angelegenheit werden. Schade, schade. Für die Holländer, Niederländer, was auch immer. Ja, es ist auch schade für die für das gesamte Team. Da gibt es eben wieder mit Sicherheit viele, die sich bemühen, die engagiert sind. Und dann wackeln die Leute einfach nicht zum Vor. Das ist scheiße. Oh, nur noch 87 inzwischen. Und jetzt hat den Platz, wo gerade, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der da gerade stand, hat jetzt ein Soldat rechts davon eingenommen. Ja, du meinst Lierse. Benji Light Rider. Genau, den meine ich. Rechts davon steht jetzt Benji Light Rider mit 2487. Wird auch wehtun. Ja. Und man sieht auch, dass ganz klar am Südwall, da wird es jetzt auch noch Ducky 666 möglicherweise erwischen. Ah, der hat. Moment. 295 hat er die letzte Runde verloren. Also der wird es noch eine Runde aushalten. Wenn er intelligent ist, zieht er nach hinten weg. Ja, wenn ich kipp Daumen. Wenn nicht. Ah, ja, genau. Spätestens dann in zwei Runden. Ei. Kommen wir eigentlich noch zur Runde 40? Ich kann es dir gleich, Moment, ich zähle gleich wieder und dann kann ich dir Runde das 40, genau gleich sagen. 40, doch, denke ich. Dennoch sind ein paar Abenteurer da, die die West- und Ostflanke blocken können. Und da waren es nur noch und 85. Natürlich, oh ich, eine Folge aus der Serie Ich und meine große Klappe. Jelbi hat es nicht geschafft, hat genau. Den Sektor nicht geblockt und jetzt wird es richtig interessant. Jetzt wird es schmerzhaft, weil jetzt wird auch sehr schnell der Sektor unterm ST fallen. Ja. Weiß eigentlich jemand von euch, wenn wir jetzt gerade ein wenig Zeit haben, wie die Länge der Runden berechnet wird? Weil jetzt momentan sind es 104 Sekunden. Und ich weiß zufällig, bei unseren deutschen Kämpfen waren es 111 Sekunden. Ist das nach Anzahl Angreifer oder? Nee, das ist eine, gibt eine Formel 0815 durch 4711. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf. Ich nehme das einfach mal so hin. Was natürlich auch eine Taktik vielleicht. Wollen die einfach früher heimkommen? Ja, yeah, but we see it's an easy fight for the Czech team. Yeah, not much pressure against any position.
the normally hot positions at Workers Tower and Soldiers Tower with many, many rounds. And 85 attackers have only 500,000 health points left. So, little Artie wanted to know if they can only reach around 40. And four players left this round. 500,000. Man muss ja nochmal erwähnen, dass Tschechien noch nicht einen verloren hat, ne? Ja, richtig. Und die nächsten drei Holländer sind auch im Osten fällig. Also, the Dutch team will leave three players on the right side. And next round. And Ducky only with 86 health points left. The player we talked about two rounds ago. I'm pretty sure he will die this round. If Padowski at the southern wall will hit. Ja, Rüten 99. Ah, der wird's glaub halten. Nee. Meinst du nicht? Nee. Wieso nicht? Komm, weil ich sag. Da, auf den schießt genau ein Abenteurer mehr. Ah nee, und ein Soldat. Ich glaube, er hält's. Gut, ich sag, er schafft nicht. Why unfair? I think he means that the Dutch team has not 140 attackers. Oh, you're right. And Root left with 721. Yeah. And the attackers are moving to the east side. But why? Because they want to. Because at moving you lose more players. It's too late to win. It was too late to win in round one. Yeah, sorry, but... Shut the hell up! yeah, I know Rake. And many offliners, I think. Yes, of course. Weiß einer von euch, wie viel haben die Holländer in der Stadt? 149. 149. So, where are the other players of the Dutch team? 25 not coming to the four battle or not standing at the four. So, und jetzt geht das mit dem Sterben weiter. Nun sind die beiden im Osten dran. Ja, das ist schade. Es ist wirklich schade. Ich hatte mich auch auf diesen FK gefreut. Ja, das ist so wie der einen Spät-FK, Brasilien gegen sonst was, Spanien war es, glaube ich, wo ich mich auch echt gefreut hatte, so spät noch ein bisschen kommentieren zu dürfen. Und dann war es nichts. Ja, jetzt stehen wieder ein paar am Südwall rum, die 1:1 Schüsse abbekommen und der Rest hampelt vor sich hin. Der linke Süden wird gleich fallen, Big Banjo. Ich denke, die Holländer wollen nicht ausgeschossen werden. Aber es nützt nichts. Ja, aber dann dürfen sie nicht sich ins Schussfeld von drei Türmen bewegen, weil jetzt hat er auch der DT wieder kurzes Schussfeld und hat auch ein bisschen mehr Spaß. Ja. Weil vorher mussten die ja wieder den langen Weg gehen. Ja, es werden auch wieder mindestens einer sterben, der letzte am Ostwall und am Südwall einer. Ah ne, der hat noch 1000, der sah so schwarz aus, okay. Das ist bei Soldaten immer so schwierig. Die sind komplett leer und haben immer noch 2000 übrig. So,
Ich grüße mal den Sakri. Der hört uns zu. Gut, auch von mir, lieber Gruß, Sakri. Das freut mich. Und für die Niederlande hat sich dann diese WM auch erledigt. But Rakitic workers are good in the attack and in the defense as well. You can use them at both sides. Könnte jetzt fies sein und sagen, die Holländer wollen einfach nicht bei einer WM mitspielen. So, und Freund, jetzt. Da haben sie auch nicht da ist er auch noch gefallen. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Jetzt wissen sie aber gar nicht mehr, wo sie hinlaufen sollen. Oh. Only 72 players left. And 24 rounds to go. Laps to go. Also unser Kampf sieht ja schon echt böse aus. I wanna cry. Oh. Ja, aber wir sehen auch bei der Flucht in den Osten auch wieder sehr verstreut, sodass auch jeder noch garantiert was mitkriegt, also auf dem Heimweg. No? Ja. Die am Südwall, also die am Südwall haben sich jetzt tatsächlich auch bewegt, aber halt auch irgendwie, also entweder war es die Ansage, ihr bleibt noch stehen und kommt nach, wobei ich das dann auch nicht verstehe, weil Abstand bringt immer was, gerade wenn du überleben willst. Ja, also der Kardinalfehler war, glaube ich, Angriff von zwei Seiten. Mit so wenig Leuten auf jeden Fall. Ja. Ja, mit so wenig Leuten, ja. Weil wenn du es nämlich schaffst, nur auf einer Seite zu stehen und den Süden, also angenommen, sie stehen im Osten, den Süden schaffst zu blocken unter ET und den großen östlichen Süden, dann wirst du da fast nicht beschossen und stehst da einfach und es schießen deutlich weniger Leute auf dich. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, weil jetzt ist der Sektor unter dem linken, links unter dem ST auch noch gefallen. Ja. We have joy, we have fun, we have season in the sun. Sorry. Also wenn die Tschechen jetzt clever sind, dann ziehen sie alles, was noch auf dem Westwall steht, entweder nach außen. Oder aber sie füllen den Sektor links unter dem ST. Sie müssen jetzt also auch nachrücken. Ja, die müssen jetzt mit Volldruck nach vorne. Die haben noch so viele Soldaten übrig, die da an die Front kommen. Da musst du jetzt einfach die Sechserreihe vorne vollstehen haben und dann da Sektor für Sektor dich durchprügeln. Weil im Osten werden sie definitiv nicht mehr wegkommen. Nach oben gegen 5 Soldaten. Keine Chance mit so wenig Gewehren. Richtung ET, mei. Der tauscht sich auch feuchtfröhlich durch. Und da waren es nur noch 69. Die fallen und fallen und fallen. Ja. Also wir sind uns, glaube ich, eigentlich darüber entspannt. Der FK sieht etwas anders aus. Ja. Der ist sogar unspannender als der erste FK von den Portugiesen, weil da war es sogar spannend, ob die überhaupt ausschießen können. Ja. Aber hier wird es definitiv dazu kommen. Wie gesagt, die Tschechen werden Druck machen und sobald die Sektoren unter dem Südwall frei werden, müssen sie die auch besetzen und auch aus dem Fort rausrücken. Du, Lucky, ich bin mir sicher, dass da schon eingestellt ist. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Wir sehen ja auch, dass vom Westwall die Jungs und Mädels sich auch so langsam auf den Weg machen, über die Wiese zu rennen, dich Schussfeld zu suchen. Und tatsächlich noch ein Soldat mit Voll-LP bei den Angreifern fast da. Pure Skill. Steht jetzt an der What? Ecke. Wo? Ja, tatsächlich. Faultier. Faultier hat noch 22 KLPs. Your skill. Versuch nochmal die Angreifer durchzuklicken, dass ich eine Prognose wagen kann, wann es denn vorbei sein könnte. Ja, 21 Runden noch. Ja, das wird dick gereichen. Was haben die denn noch an Abenteurern? Die haben unten rechts in der Ecke noch einen stehen. Wir sollen mehr Englisch reden. Okay. Yes, we could. My English is shit. But I do my very best. Okay, Miss Sophie. Ja, da. What shall the Dutch team do? So. What shall we do with the drunken sailor? So, the Dutch players, 64, as I found 64 of them, and 64 have only 240,000 health points. So, I think within 10 rounds they could get shot, all of them, especially if they reach the adventure at the Eastern South. They have three full HP adventurers left. There's Ar Arctic underneath the Workers Tower. Raticus with 6,000, not the best adventure. And Hodo Lenoir lost health points this round. I think he had a bit more than 9,000. Say if I'm wrong. And we see that the Czech team has many, many onliners. Huh? They lost no player till round 35. Yeah, but you have to say, with that last pressure at no time at of the fall battle, it's you shouldn't lose any player. Oh, good. But if they had some offliners on the southern wall, I think. or on the workers' tower, That's yes. also they made a good job. Yes, that's right. They made a good job. Because if you could only take 1 point from this defense if you don't play it well. And I think that the Czech will rush out of the fort when the sectors under the southern wall will be cleared. Yes. Yeah. Yeah, as you said, this round they got it. Oh, yeah. Oh my God. And the south mid Unbelievable. also has fallen. And Yeah. now, as I said 2 rounds ago, Hoodoo will get under pressure. That's their last big adventure beside of Arctic under the workers tower, and he or her will get shot in a few rounds as well.
I think Graf Luckner is Dumbledore. You have no offliners, Racketzeig. We will see. I don't believe oh. you have no. What? Fine. Yeah, what but I said. It would be great if you yeah. don't have any offline. Nice teamwork from yeah. your team. I will see at the end of the battle. They shoot out. And if we add those 2 points in the group, we'll get the leadership in group B. Yes. With 4 points. In front of France with 3 points out of 3 battles. But you have to say Czech has got 2 attacks. But yes, with 2 points out of the defense, they're very good to yeah. they have very good chances to win their group. So, wir sehen auch jetzt, die Holländer wissen gar nicht mehr, wo sie sich verstecken sollen. Ja, wie ich gesagt habe, die 2 Abenteurer. Ja, und wir sehen auch richtig schön außen vor, kommen sie raus, ja. setzen den Wall nach und suchen sich richtig Schussfeld. Not much players left inside the 4 from the defenders. 2 rounds ago you could see about 15 and now there are only 4 persons behind the southern wall and I think 2 offliners at the flag. So our Czech friend from the chat, Rakitak, I think Hunas 95 is offline. So you have 1 offliner. Yeah, on the flag there. Yes. Or he's sleeping. Yes, could be. Maybe he's online at his laptop. But is sleeping on the... What's his name? Tastatur? The cinema's a virtual? Yeah, yeah, tipple, tipple. Let him sleep. Tastatur English. Ah, keyboard. Ich depp. Oh Gott. Das sind immer so Wörter, ja, ja. die du benutzt einfach nicht, aber die weißt du eigentlich. Egal, ja. Tastatur ist Keyboard. Hä? Okay. Ne? Ah, da. Arctic with 6300 left. Voodoo with 8000. And only 50 attackers. And we see Poldir with 22,000 standing in the middle of the team, and other players die. He plays for himself. Yeah, this is not teamwork. That's bullshit. Oh, oh, I said it again. Sorry. Oh, no one. Ah, okay. Racketzack, no one of the... no good team play, but... Yeah. Heiners is a special character, yeah? Yes. He's Darth Vader. Do 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 do. Falsche Spielarti. Aber sonst Why? Ist okay. I love this music. Selfish. Das Problem wieder bei den Holländern ist ja, sie können zwar den Sektor und links unter MT noch blocken, aber es geht natürlich jede Menge durch. Na, mal gucken, was Scavia jetzt abbekommt. Tja, das waren geschmeidige 8000. What the hell are they doing? They let they got them shoot out. They want to die. Rounds. I
think this round will die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attackers. Ja, das ist ja so. Wie gesagt, die Tschechen machen das sehr gut. Rücken nach, sind auch außen vor rausgekommen, ja, um die Distanz zu verkürzen. Also wirklich, die wollen. Die machen den Druck, die machen die Power. Sehr guter Job. Ich glaube immer noch an Runde 45. Das könnte schon, könnte hinhauen. Aber denk dran, da steht mein Freund Paulchen noch. Ja, ja. Und es steht da auch noch Ratikus mit einem Abenteurer mit knapp 6k. Also 7 habe ich gesagt. Das sind jetzt noch 47. Mal schauen. So grob verschätzt. Eieieiei. Ja, das Problem ist, durch das des Sektors links unter dem ET ist die Distanz natürlich jetzt auch immer noch recht groß. Ja, das stimmt. Ne? Da hast du vollkommen recht. Boah, da steht im Süden einer mit 30.000, ein Verteidiger. Cheater, Cheater! 30.000? Ja, ganz im... 30.000 Health Points? No, Hit Points. Hit Points, Health Points. Damage, damage done. Ah. At the... Manslaughter wants to die? Yes. I think the Czech team will do it. Yeah. For him. So bye-bye to Manslaughter. And bye-bye to Nose Crop. It's a good decision to die. Heute ist ein guter Tag zum Sterben, ne? Ja, es ist, wie gesagt, schade, dass... Wenn die ihre Leute da nicht motiviert kriegen oder hinkriegen. Auch wenn die Tabellensituation von vornherein nicht mehr die allergünstigste war. Ich find's schade. Ja, ist es auch. Also sag ich ganz ehrlich, ich find's auch sehr, sehr schade. Jetzt geht das aber los da. Octopier, Red Jones, Noscrap oder Noscrap. Oh ja, ja. 35. 8 players. What? Yeah. Eight Dutch players team lost 8 players this round. And they will lose 35 in 3, I think. Because the sector of Arctic is under pressure. They could get it this round if they are lucky, if the defenders are lucky. Yeah, but es ist auch egal, es ist, was sie machen, also ...35.000 an Duelland mit Schaden, 35.000. Ja. Wahnsinn. Aber man sieht eben auch anhand der Duellantenzahl, dass die Tschechen sich da was ausgerechnet haben. Ne? Die haben relativ viele Duellanten mitgenommen. Ja, das stimmt. Wobei auch viele Soldaten, also... Ja, natürlich. Die LPs zum Gegenhalten hätten sie ja auch gehabt. Ich bin nachher auf die Auswertung gespannt, weil die Tschechen sind ja schon sozusagen ernsthaft angetreten. Da ist dann schon interessant, was die an Lebenspunkten mitgebracht haben. Wie viel von welchem Charakter. Können wir uns dann gleich nach dem FK noch kurz angucken. And 35 to 25! Oh, 10 players lost! Unbelievable. And
This round the sector from Arctic will fall. I need a cigarette. 10 players. One round. That's hard. Oh. And where's the soldier? Ah, Poltier. Poltier lost his first points. Yay! He's doing teamwork, yes. Electric cigarette. Oh. So, ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht mehr abzählen, wie viele da jetzt umfallen. Eins kann ich dir sicher sagen. Insgesamt nur 25. Ja. Also, Paulchen sollte sich was schämen. Ja, wenn er online ist, ja. Shame on you. Flying Dutchman. Aber Paul hier wird jetzt richtig auf die 12 kriegen. Oh, yes. He lost 15,000 hit points. 19 players left, and as I said, the sector underneath Workers Tower 7. And Hudor will fall this round as well, and then is only Ratikus left with 6,000 health points. He's the best, yes, that's the highest health points the checkers have now. Yeah. Maybe around 44, with a little bit of luck. A little bit. A little bit of luck. Der fliegende Holländer. Puh. Ja, die fliegen ganz schnell heim. Du fliegst gleich auch wohin, das sag ich dir. Wo denn? Weit, weit, weit weg. Far, far, far away. Ja, ich hätte mir also wirklich einen etwas spannenderen FK gewünscht. Aber ich glaube, da hätten wir, glaube ich, alle. Yep. Also ich sage, 3 bleiben stehen. Das könnte ungefähr hinkommen, ja. 5. Ja, und Ratikus wird es über meine prognostizierten Runden 45 schaffen. Ja, der wird es schaffen, diese Runde, Ratikus, aber der wird definitiv auch nicht bis 56 überleben. Nein. Eher nicht, nein. Es sei denn, er kann sich eingraben. Bis zur Flagge durchgraben und dann haben sie Hühners, der ja dort wartet. Ja, den haut er ja um. Aha, stimmt. Er kommt ja von hinten. You, Rack Attack, and yeah, thanks to all viewers here on my channel. If you liked it, give us a follow, and if you don't like us, don't tell it anyone. Next stream will be in 2 days. Yes, France against England. Ich habe wieder eine kleine Info reinbekommen von T-Top. Ja.
Ratikus, ja, hat mit Hombreset als Abenteurer nur 6.000 LPs. Jetzt habe ich sie gefragt, ob er auf Tulpenpflücken geskillt hat. Auf jeden Fall nicht. Weder auf Rot noch auf LP. Auf also. Leiten? Also, Leiten wäre das... Ich traue mich fast nicht zu sagen, aber selten doof. So, Wetten dürfen abgegeben werden. Schafft er es noch ein, zwei oder drei Runden? Keine mehr. Doch. Nein, er gräbt sich doch ein. Du hast es doch vorhin gehört, was ich gesagt habe. Hörst du mir gar nicht zu, oder was? Und eine kurze Frage, seit wann zündet man Elektrozigaretten an? Ich habe gerade ein Feuerzeug gehört. Das war ich. Muss meine E-Zigaretten auch mal wieder ausgraben, Alter. Ich habe so viele davon. Viel gesünder. Ja, es tut uns alle leid, dass der FK nicht ganz so spannend war. Aber wir haben trotzdem, denke ich, eine sehr gute Def-Leistung gesehen, der Tschechen. Ja, definitiv. Die mit so einer Leistung durchaus zu den Favoriten in der Gruppe gehören. Vielleicht sogar der Favorit sind. Ja, mit zwei Punkten in der Def bist du definitiv ein Favorit. So, und Ratikus hat tatsächlich gar keine Runde mehr geschafft. Was? Jo, der ist geplatzt wie ein Luftballon. Okay, dann patentiere ich ihm Pech. I knew it. Ja, Arti, du weißt immer alles. Yes. Ja. Arti is the best. Vielen Dank für euer Interesse. Wir hauen jetzt noch ein, zwei Statistiken raus. Wenn es euch gefallen hat, jetzt auch nochmal auf Deutsch, lasst ein Follow da, da freuen wir uns drüber. Und wie gesagt, wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es keinem weiter. Aber warum das denn nicht? So, also. Offline Players. 48 at the Dutch side. Oh. And only 2 count at the defender's side. Do we have the right battle? Lawrence between check. Yes, I have. Okay. Health points at the start. 1.3 million at the attackers and 1.8 million at the defenders. So very good defense. On the screen now, sorry, you see the hit count. It was, oh God, I can't read his name. Dick Blick with 36 hits, 3 checks on the top of this list. Very unusual that defenders lead this list. And for Dragon's blind dog. With the most missed shots, it was Ajax Martin from the Dutch team, 32 missed shots. Oh. Dann können wir auch nochmal ganz gepflegt darauf gucken, was den Schaden angeht. Ja. 38.000 Verteidigung, 36.000 Verteidigung, dann ein Angreifer. Und dann wieder Verteidigung, alle über 30.000. Ja, das lag also wirklich auch daran, muss man sagen, dass die wirklich immer schussfältig gesucht haben und auch sehr ungestört von ihren Leiten mit ihren Leitendurlanden zulangen konnten. Ja, so geht es zu Ende. Jo. Gut. Noch kurz zu
Charakteren, weil das ja vielleicht noch interessiert hat. Also die Angreifer hatten 33 Abenteurer, 21 Duellanten, 26 Soldaten und 44 Arbeiter. And the Defense 7 Adventurers, 33 Duelists, 80 Soldiers and no Worker. Okay, also von mir dann Congratulations to the Check Team. Yes. Yep. From me as well. Dankeschön an dieser Stelle an Fire und an Arti, dass ihr mich unterstützt habt. Wie immer Mal wieder gerne. gerne. Und ich verabschiede mich jetzt. Genau. Einen schönen Abend noch an unsere noch Zuhörer. Ja, good night to Good all night, everybody. viewers. Und Servus.